Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute, meine lieben Geschwister, wollen wir über die dritte Sache sprechen, welche ins Verderben stürzt. Die erste war Habgier, der ich Gehorsam leiste. Die zweite war Neigung, die ich befolge. Und die dritte ist, dass ich mir selbst gefalle. I'jabul mar'i bi nafsi. Eine schlimme Eigenschaft. Eine Eigenschaft, welche shaitanischer Natur ist. Teuflischer Natur. Weil der Shaitan, er dachte, er wäre besser als Adam alayhi salam. Ana khayrun minhu. Ich bin besser als er. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Du hast mich aus Feuer erschaffen und du hast ihn aus Lehm erschaffen. Eine Eigenschaft, welche dazu führt, dass du glaubst, keine Nasiha mehr zu benötigen, keinen Ratschlag mehr zu benötigen. Weil du ohnehin der Bessere bist oder die Bessere bist. Eine Eigenschaft, welche dazu führt, dass du dich über andere stellst, weil du glaubst, ohne dafür wirklich einen Grund zu haben, dass du besser als die anderen bist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er konnte solche Menschen nicht ausstehen. Hört euch mal an, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Diejenigen, die ich am meisten liebe, und die am jüngsten Tag am nächsten bei mir sein werden, sind diejenigen, die den besten Charakter haben. Und diejenigen, welche ich am meisten verabscheue und die am weitesten von mir entfernt sein werden am jüngsten Tag, sind welche Menschen? Sind diejenigen, die viel quatschen, al-Farfarun. Sind die Mutashaddiqun. Genau diese Eigenschaft. Leute, die reden als und glauben, sie wären etwas Besonderes. Überheblich reden, eingebildet sind. Wal-Mutafayhiqun. Die Sahabe fragten, O Gesandter Allahs, wer sind diese Mutafayhiqun? Woraufhin er sagte, Salawat Rabbi wa Salamu alayhi, Al-Mutakabbirun. Diejenigen, die überheblich sind. Allah Ta'ala erwarnte uns in einem Hadith Qudsi, der sehr, sehr schön ist. Und er sagte, Al-Kibriya'u. Die Überheblichkeit, und Allah Ta'ala darf überheblich sein, weil er über allen Dingen steht, ist mein Obergewand. Wal-Azamatu Izari, und die Gewaltigkeit ist mein Untergewand. Und wer versucht, mich in einer dieser beiden Eigenschaften, einer dieser beiden Eigenschaften mir streitig zu machen, den werde ich erniedrigen. Wie wird derjenige aussehen am jüngsten Tag, der überheblich gewesen ist in dieser Dunya? Wie wird er aussehen? Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihn sehr, sehr klein lassen. Einmal kam ein Mann am Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorüber und er fragte die Sahabe, was sagt ihr über diesen Mann? Sie sagten, das ist jemand, der angesehenes Reich ist. Wenn er um die Hand einer Person bittet, dann einer Frau bittet, dann wird ihm das gewährt. Er war aber überheblich gewesen. Und dann kam eine andere Person vorüber, die sehr bescheiden war. Und dann fragte der Prophet, was sagt ihr über ihn, sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagten, das ist jemand, der ja sehr einfach ist. Und wenn er um die Hand einer Frau bitten würde, würde er abgelehnt werden. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufzeigte, dass der eine, der so überheblich in der Dunya gewesen ist und glaubte, er wäre etwas Besonderes, am jüngsten Tag in der Waage sehr, sehr leicht sein wird. Und derjenige, von dem die Menschen dachten, dass er nichts wert sei, aber der sehr bescheiden war, am jüngsten Tag in der Waage sehr, sehr schwer sein wird. Und deswegen achte darauf, nicht überheblich zu sein, weil die Überheblichkeit und dieses Selbstgefallen eine Eigenschaft ist, welche Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag nicht vergeben wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und uns immer bescheiden sein lassen. Und abschließend noch die Worte unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auf die er geschworen hat. Und keiner ist bescheiden für Allah, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn erhöhen wird. Möge Allah ta'ala uns erhöhen durch unsere Bescheidenheit und uns vor dem Selbstgefallen bewahren. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.